Sie lieben Sonne, Wind und gute Gesellschaft. Der Winter ist Wohlfühlzeit für Robustrinder auf Usedom. Ob Plus- oder Minusgrade herrschen, ist ihnen ziemlich egal. Eine der Herden von Familie Westendorf. Insgesamt halten die Westendorfs etwa 250 Tiere in 4 Herden. Und solange es regelmäßig frisches Heu und ein wenig Getreide dazu gibt, sind die Tiere ruhig und zufrieden. Fast wie im Urlaub. Diane Westendorf ist seit 10 Jahren die Chefin. Sie schaut jeden Tag nach den Tieren, prüft, ob Futter okay ist und die Tiere wohlauf sind. Sie führt eine Familientradition fort, die ihr Vater begründet hat. Vor 31 Jahren, wenn wir mal zurückrechnen, war genau die Wendezeit. Da war noch nicht klar, wird es mal bio oder wird es mal konventionell. Von daher hat mein Vater damals konventionell begonnen und nach einem halben Jahr dann gesagt, diese Nische in bio zu wirtschaften wird zukunftsorientiert sein und wird vielleicht dann die Nische sein, die wir gerade in dieser Landschaftsstruktur brauchen, die richtige werden. Wir sind auf der Insel Usedom Naturpark, aber wir selber leben in unserer Struktur mit der Artenvielfalt auch so, dass man sagen kann, das ist schon die richtige Variante gewesen. Als wir wieder hier sesshaft geworden sind mit der Geburt unseres ersten Sohnes, war das für mich schon eine Option zu sagen, wir übernehmen mal den elterlichen Betrieb. Mein Mann hat quasi so mit reingeheiratet, ohne vorher zu wissen, dass er hinterher mal in der Landwirtschaft sein wird. Und unsere drei Kinder sind da alle mit groß geworden. Also als reiner Familienbetrieb heißt es natürlich auch Sonnfeiertags 24/7, 365 Tage im Jahr hat immer einer Dienst. Wie das Leben ganz anders sein kann, kennt Diane Westendorf aus ihren Jahren in Südwestdeutschland. Trotz der täglichen Pflicht, ein Leben ohne die Robustrinder ist für sie inzwischen unvorstellbar. Wir haben gar keinen Stall, in dem wir die unterbringen könnten. Wir sind das ganze Jahr bei uns auf Weide und die kommen damit auch gut zurecht, dadurch, dass sie draußen geboren werden und die ganze Jahreszeit über draußen verbringen, wechselt das Feldkleid entsprechend auch und die haben da kein Problem mit. Gefrorene oder matschige Böden allerdings sind auf Dauer nicht gut für die Tiere. Jahrelang war das im Winter immer eine große Herausforderung. Die können trotzdem kuschelig liegen. Wie machen wir das? Wir haben seit letztem Jahr einen Strohhäcksler auf dem Betrieb, mit dem wir die Ballen zerreißen und ihnen quasi an den Futterplätzen immer wieder eine breite Liegefläche ausstreuen, die immer übergestreut wird und auch immer wieder wechselt, sodass sie immer wieder einen trockenen Platz haben. Das mögen die gerne, die finden das richtig toll, wenn das Stroh so stiebt. Und die genießen das richtig. So gut es mit dem Strohhäcksler auch geht, solche Technik kostet. Neben der Landwirtschaft haben die Westendorfs deshalb auch Ferienwohnungen. Von daher sind wir ganz froh, dass wir diesen Plan B mal unterstützt haben und gesagt haben, wir müssen parallel gucken, dass wir ein zweites Standbein haben. Für uns als Familie sieht es so aus, dass wir diesen Weg weitergehen werden, dass, wenn es gut läuft, unser Sohn in den nächsten Jahren mal unseren Betrieb übernehmen kann. Er ist seit der 4 ist täglich auf dem Betrieb und macht seinen Job mit einer Selbstsicherheit. Von daher hoffen wir natürlich als Eltern ganz stark, dass es eine dritte Generation geben wird.